Tanz der Vampire im Wiener Ronacher. Auch die 274. Vorstellung seit der Wiederaufnahme 2009 ist ausverkauft. Unter den Theaterformen hat sich das Musical zur Gattung der Superlative entwickelt. Show-Events auf dem internationalen Markt für ein Millionenpublikum, ein Millionengeschäft. Dies hat dem Musical auch den Ruf als seichte Unterhaltung für die Massen eingebracht. Musical, ein unterschätztes Genre. ...150 Perücken, 430 Kostüme, 50 Tonnen Bühnenbild. Neben den tanzenden Vampiren gibt es in Wien seit März 2010 eine neue Musical-Attraktion. Ich war noch niemals in New York, im Rheinland-Theater. Die Stadt der Musik zählt nach dem New Yorker Broadway und dem Londoner West End mittlerweile zu den wichtigsten Musical-Standorten weltweit. Und es erfordert immer neue Höchstleistungen aller Mitwirkenden, will man diesem Ruf gerecht werden und auch die stetig steigende Erwartungshaltung des Publikums erfüllen. Ein Leistungsdruck. Da gibt es für mich nichts Aufwendigeres als Musicalproduktionen. Deswegen ist das auch für einen Theatertechniker einer der interessantesten Jobs, den man haben kann, beim Musical für die technische Planung zuständig zu sein. Viele Dinge, die wir machen, sind Prototypen, die wir auch in sehr kurzer Zeit anfertigen müssen. Das sind die Dinge, die für uns ja, das so spannend machen, nämlich auch in der Vorbereitung, nämlich gewisse Lösungen zu finden für Dinge, die es auch noch nicht gegeben hat. Da bewegen sich Tonnen auf der Bühne, punktgenau und auf der Sekunde genau. Das Schwierige ist die große Präzision. Dies gilt auch für die Akteure auf der Bühne. Hinter der Leichtigkeit, die Abend für Abend vermittelt wird, steckt eiserne Disziplin. Und das gleich in drei Berufen. Denn Musical-Darsteller sind Sänger, Tänzer und Schauspieler in einem. Es ist nicht wie in Oper, ich singe mein Lied und Schauspieler. Nein, du musst dich auch bewegen. Es ist nicht wie in Tanz, ich tanze nur. Nein, es kommt alles zusammen. So, man ist immer tagtäglich damit beschäftigt, um dieses Level und Niveau beizubehalten, ist dazu auch gezwungen, immer weiter zu trainieren, auch wenn man in ein Stück steht, ja. Bei länger laufenden Produktionen musst du imstande sein, 7 oder 8 Mal die Woche die gleiche Qualität wieder neu auf die Bühne zu bringen. Und man muss, wenn man ins Theater kommt, immer wieder denken, es ist das erste Mal, dass ich das spiele. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist eine Art von Disziplin, die es in anderen Fachbereichen natürlich nicht gibt. Es ist wirklich ein Leistungssportler, ein Musical-Darsteller. Musical soll intensives Theatererlebnis sein, ein Publikumsmagnet und Touristenattraktion. Das macht es auch zum Wirtschaftsfaktor. Wien ist im Ausland vor allem für seine kulturellen Darbietungen bekannt. Darunter ist das Musical bereits drittwichtigster Imageträger für die Stadt. Ich weiß auch aus Gesprächen mit Reiseveranstaltern, die sagen, man kann eine Stadt ohne Musical-Angebot eigentlich nicht mehr verkaufen. Also insofern gehört Stadt und Musical mittlerweile untrennbar miteinander verbunden. Musical als kulturelles Aushängeschild. Das lässt sich die Stadt auch etwas kosten. Rund 17 Millionen Euro pro Jahr fließen in die beiden fixen Spielstätten Ronacher und Rheinmund-Theater. Eine Summe, die immer wieder Kritik hervorruft. Die Kritik an der Finanzierung der Vereinigten Bühnen ist leicht zu relativieren. Wir haben einen hohen Touristenanteil, das hat wiederum positive Auswirkungen in der Hotellerie. Wir haben einen hohen Anteil aus den Bundesländern, was ebenfalls Auswirkungen auf die Hotellerie hat. Und wir geben eine ganze Reihe von Aufträgen an die heimische Wirtschaft, die Wiener Wirtschaft insbesondere. Und von jedem Euro kommen daher, und das ist durch Studien unterlegt, 2,3 Euro zurück. Wenn wir jetzt von einer Subvention von 17 Millionen Euro für die Vereinigten Bühnen reden, dann können Sie davon ausgehen, dass das für den Steuerzahler ein gutes Geschäft ist, weil er rund 38 Millionen zurückbekommt. Jeder fünfte Musical-Besucher kommt aus dem Ausland. Und auch im Inland kann man dem Genre viel abgewinnen. Für über 2/3 der Bevölkerung ist ein Musical-Besuch beliebtes Freizeitvergnügen. Und das über alle Altersstufen und Bevölkerungsschichten gleichmäßig verteilt.
Musical und Sport sind zwei Biotope, die kein Standesdünkel, keine Hautfarbe, keine Nationalität, keine Klassenunterschiede, nichts kennt. Also hier trifft die Oma den Enkel und der Rechtsanwalt die Putzfrau und der Holländer den Amerikaner und den Deutschen und den Ungarn. Und das ist schon auch etwas sehr Faszinierendes. Ja. Faszinierend ist auch die besondere Euphorie der Fans. Ich glaube, die Faszination ist natürlich, dass du täglich diese Menschen auf der Bühne sehen kannst und sie gehen täglich bei der Bühnentür hinaus. Das heißt, es wird etwas aufgebaut, eine Bindung, wo man dann glaubt, den kennt man. Den kennt man in der Rolle, den kennt man als Privatperson. Wir sind natürlich, jeden Tag kann man uns angreifen. Das ist im Sprechtheater sicher nicht so regelmäßig. In der Oper sind sie mehr abgeschottet wahrscheinlich und im Film und Fernsehen ist es so und so nicht. Um es zu vergleichen, Amerika eigentlich, ich habe es nie erlebt, dass jemand plötzlich auf eine Privat, da wird sehr auch mal gesagt, auch oh, heute hast du es aber besonders gut, oder heute hast du es ja nicht so gut gesungen, wo man eben ein bisschen baff ist. Aber da wird nie privat ins Private reingegangen. Dass man irgendwie plötzlich private Treffen oder irgendwelche privaten Briefe schreibt über private Probleme, das ist hier schon extrem. Da muss man schon irgendwann ganz klar die Grenzen auch aufziehen, was bei manchen funktioniert, bei manchen nicht. Was dann wiederum umschlagen kann, dass die Stimmung im Zuschauerraum auch ein bisschen kippt. Sie haben eine Macht. Das Karten? Wir haben Stehplatzkarten, das war cool. Stehplatz? Da spiele ich heute für den Stehplatz. Musical erreicht also ein breites Publikum und es ist wirtschaftlich erfolgreich. Klingt positiv und scheint doch eine Frage der Interpretation. Denn gerade dies hat dem Genre auch den Ruf als zweitrangige Kunstform eingebracht. Es sei eben die Oper für den kleinen Mann. Ich sehe zumindest für mich eine Aufgabe in meinem Leben, die Menschen zu unterhalten, und die tue ich nicht in Schichten einteilen. Und daher sehe ich das als nicht eine negative, sondern eher eine positive Aussage. Es gibt dummes Zeug und es gibt gutes Zeug und es gibt Stücke, die emotional bewegen, und es gibt Stücke, aus denen man rausgeht und sagt, naja, es war eigentlich ein verlorener Abend. Aber das gilt für jede Art von Unterhaltung, und insofern pauschal über das Musical zu reden, ist sowieso sehr schwer, weil das Musical ist eigentlich ein Nichts. Weil der Name sagt gar nichts. Es heißt nur Theater mit Musik. Eigentlich ist das heutige populäre Musiktheater, wird generell Musical genannt. Und das geht von der Revue, wo irgendwelche Leute Schlager singen, bis hin zu einem hochdramatischen Werk wie Elisabeth. Diesen Eindruck hinterlässt auch eine kleine Auswahl aus der langen Reihe der Erfolgsmusicals über die Jahrzehnte. Ein inhaltlicher und musikalischer Spartenreichtum mit nur einem gemeinsamen Nenner: Schauspiel, Tanz und Gesang zu vereinen. Was macht also den Reiz des Musicals aus? Eigentlich gibt es nur drei Regeln für das Theater. Das heißt, überraschen, überraschen, überraschen. Wo entstehen denn neue Dinge außer am Sprechtheater? An der Oper schon, aber nur für ein Avantgarde-Publikum, für ein Publikum, das sich sehr intensiv beschäftigt mit neuer Musik. Aber Musiktheater findet sonst nirgend eine neue Plattform. Und deswegen ist das natürlich auch ein Reiz, dass da Neues entsteht. Dem Publikum Neues zu bieten, ist doppelt reizvoll, wenn es selbst geschaffen ist. Und so hieß es bereits über ein Dutzend Mal welturaufgeführt in Wien. Eigenproduktionen sind für uns wichtig, wie für die Stadt wichtig. Für uns, weil es uns hilft, unseren internationalen Markennamen, der hervorragend ist, weiter zu festigen und zu positionieren. Für die Stadt deshalb, weil es eine Visitenkarte ist. Es ist immer gut und es ist immer richtig, wenn die Stadt Wien als Kulturstadt sich nicht nur in Wien selbst feiert, sondern auch nach außen geht. Was einen stolz macht, was aber auch eine Einnahmequelle ist, da wir ja nur zu einem Drittel subventioniert sind, müssen wir zwei Drittel am freien Markt verdienen. Das ist für einen kleinen Markt wie Österreich eine große Herausforderung.